So, das lang ersehnte Statement von Syria ist endlich raus. Ich war richtig froh, als ich es gestern Abend gesehen habe. Und jetzt können wir uns endlich darüber unterhalten. Also Freunde, steigen wir doch direkt in die Thematik rein, denn sie erklärt uns heute, ja, was zwischen ihr und Louis wirklich in dem Auto passiert ist und ja, was sie von dem ganzen Drama hält, weil bis jetzt hat sie sich ja nicht wirklich dazu geäußert. Und das schauen wir uns jetzt an. Was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, viele haben mich gefragt, hey, wo warst du bei der Wiedersehensshow? Wurdest du eingeladen? Wurdest du nicht eingeladen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also erzähl uns mal bitte, was da passiert ist. Ich wurde eingeladen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt Corona. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, nicht nach Deutschland zu fahren. Okay, interessant. Ich wusste halt echt nicht mehr, dass es Corona noch gibt. Ich war tatsächlich der Meinung, das ist so langsam vorbei und es ist für mich immer noch sehr komisch, wenn jemand sagt, dass er Corona hatte. Aber okay, also sie war krank und deswegen konnte sie nicht kommen. Ist natürlich auch spannend zu wissen, dass sie auch wirklich hätte kommen können oder sollen und dann einfach nur krankheitsbedingt ausgefallen ist, weil ja zum Beispiel Sarah in ihrer Fragerunde ja meinte, dass sowohl Syria als auch ein Nino nicht eingeladen worden sind, weil zwischen denen danach nichts mehr war, also da nach dem letzten Lagerfeuer ist nichts draus entstanden und deswegen, das sei vermutlich der Grund, weswegen die nicht eingeladen worden wären, aber Syria erzählt jetzt hier, dass sie eigentlich doch eingeladen war, aber nur krankheitsbedingt ausgefallen ist, was ja auch spannend ist. Viele haben mich natürlich auch gefragt, wie ging das weiter zwischen dir und Nico, was ist da passiert? Erzähl uns das. Erzähl uns, was ist passiert? Es war doch deine große Liebe. Ihr habt doch dafür eine Frau komplett vor Deutschland durch den Dreck gezogen. So, also da muss doch irgendwas danach daraus entsprungen sein, oder nicht? Also Nico und ich haben uns nach der Show irgendwie 2 oder 3 Wochen später haben wir uns in Karlsruhe getroffen, weil das so ungefähr die Mitte war von uns. 2 oder 3 Wochen später? Und was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Ich meine, konntest du überhaupt so lange auf deine große Liebe warten? Und also ihr konntet ja in der Villa nicht mal die Hände voneinander lassen, nicht mal eine Nacht konntet ihr darauf verzichten. Krass, dass es dann 2 bis 3 Wochen gedauert hat, bis sie sich gesehen haben, weil ich dachte, danach haben sie sich direkt am nächsten Tag, sind sie sich über die Arme gefallen, weil die halt keine Minute ohne einander ausgehalten haben. Aber okay. Und haben da ein Wochenende miteinander verbracht. Hat sich aber schnell herausgestellt, dass es zwischen uns halt einfach nicht passt. Das ist das Leben, das kann passieren. Und somit haben wir uns dann halt einfach entschieden, dass wir halt befreundet bleiben, beziehungsweise jetzt im Moment haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr. Okay, also das ist also der Preis, den Sarah zahlen musste, damit ihr danach nach einem Treffen entscheidet, dass daraus nichts wird. Ihr habt da recht schnell gemerkt, dass daraus nichts wird. Und das habt ihr in der Villa nicht? Oder was war jetzt der Unterschied zwischen Villa und dem echten Leben? Das verstehe ich nicht ganz. Weil die doch schon sehr davon überzeugt waren, dass das wert ist, dreimal miteinander im Bad miteinander zu schlafen und damit eine andere Frau komplett zu demütigen. Und im Endeffekt war das einfach nur für die Katz oder was? Hat sich das Sarah diesen Schmerz zugefügt, damit ihr da nicht mal euch Mühe gebt, euch richtig kennenzulernen oder was? Also wart ihr einfach nur rallig? Oder wie jetzt? Ich verstehe es irgendwie nicht. Wollt ihr uns alle verarschen oder so? Ja, weil sich das einfach so ergeben hat. Was hat sich ergeben? Wie meinst du das? Du musst uns hier schon ein paar Einzelheiten erzählen. Du kannst jetzt hier nicht einfach sagen, ja, that's life, moving on. Wir moving nicht on. Wir wollen wissen, was genau passiert ist. Ihr habt euch einmal getroffen und dann ein Fazit gezogen. Excuse me? Also ich erinnere mich noch an den Gesprächen in der Villa. Da hieß es, ja, da würden wir uns safe so oft treffen. Wir haben ja so eine krasse Connection. Das wird auf jeden Fall die große Liebe. Bla 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 bla. Und jetzt einmal getroffen und das war's. Dann hättet ihr euch den ganzen Mist auch sparen können. Weil das ist jetzt wirklich echt ein bisschen enttäuschend. Ich habe echt erwartet, dass doch mehr draus geworden ist. Und jetzt, was ist sonst jetzt zwischen euch? Was ich natürlich noch sagen wollte, ist, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich in einen Menschen verguckt, der seine Freundin
belogen hat, hintergangen hat, betrogen hat. Und zu dem Zeitpunkt war das halt einfach leider so, dass ich auf mein Herz gehört habe und nicht auf meinen Kopf. Girl, ich glaube, du hast auf deine Brüste gehört und auf das da sonst noch, was man so als Frau an erogenen Zonen verkörpert. Was für Herz. Digga, ihr habt drei Wochen später euch getroffen und nach einem Treffen festgestellt, dass es doch nicht klappt. Und du redest von einem Herz? Was für ein Herz? Also wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich sagen, hast du denn überhaupt ein Herz? Bei dem, was ihr da so angetan habt, ist es überhaupt möglich, dass bei euch da irgendwo noch ein Herz implementiert ist? Was für ein Herz? Was laberst du? Sorry, also nee. Ich wusste, hey, du machst hier was falsch, du gehst zu weit, aber leider konnte ich das halt nicht steuern, wie das halt so ist. Ich habe ja in meinem letzten Video, ne, ich will jetzt die Serie jetzt nicht bashen, habe ich ja gesagt, man kann nichts dafür, wenn man Gefühle entwickelt. Ich finde halt trotzdem ihre Argumentation schwierig, weil sie einfach sagt, ich habe auf mein Herz gehört, und ich finde schon, dass sie in dem Moment ownen sollte, dass sie halt trotzdem ziemlich sich merkwürdig verhalten hat. Also jetzt einfach so sagen, ich habe auf mein Herz gehört und im gleichen Atemzug, wir haben uns nur einmal gesehen danach und danach ist festgestellt, dass draus nichts wird, finde ich ein bisschen billig, weil für diese große Tat, die ihr da vollbracht habt, erwarten wir schon, dass jetzt ein bisschen mehr danach passiert ist. Und was für ein Herz, wir sind ja nicht hier beim Disney-Film so. Ihr habt miteinander geschlafen. So, also, okay. Und dann jetzt hat sie festgestellt, dass es doch nicht ihr Traummann ist. Und dass es ein Mann ist, der seine Freundin betrügt und dass sie da hätte aufpassen sollen. Und das wusste sie ja vorher schon. Das wusste sie in der Villa schon. Sie hat das alles gesehen. Und man kann auch sagen, okay, man ignoriert gewisse Red Flags bei Menschen. Aber ich glaube, dass da noch was vorgefallen ist zwischen dem, was sie uns jetzt halt nicht erzählt, was dazu geführt hat, dass die nicht zusammen sind. Also einer von denen hat entweder gesagt, ich habe keinen Bock auf dich oder Nico oder keine Ahnung, weil es hört sich eher so an, als hätte er sie jetzt im Nachgang verarscht. Dass sie jetzt im Nachgang gecheckt hätte, dass er sie doch gar nicht will. Ja, und jetzt irgendwas davon babbelt, dass sie erst jetzt gecheckt hat, dass sie sich in einen Mann verliebt hat, der seiner Freundin fremdgeht. Ja, Girl, das hast du ja schon, du warst ja diejenige, mit der er fremdgegangen ist, dreimal. Also bitte, tu dir jetzt doch nicht so, als hättest du das erst jetzt gecheckt. I don't get it. Das halt so ist im Leben, man kann Gefühle leider nicht steuern. Schwierig. Man kann Gefühle nicht steuern, das stimmt. Man kann seine Lust steuern. Weißt du, was ich meine? Also wir sind halt auch, du bist ja volljährig, denke ich mal. Und ich glaube, du hättest da deine Triebe steuern können. Das ist der Unterschied. Gefühle kannst du nicht steuern. Ob du jetzt dreimal in a row mit dem ins Bad, ne, da Aktion durchführt, das hättest du steuern können. Und das hast du nicht gemacht. Und das fände ich halt cool, wenn sie da drauf eingeht und sagt, hey, das war echt uncool. Und das hat für mich nichts mit aufs Herz hören zu tun, sondern hat einfach was mit niedrigen Trieben zu tun und dass man sich einfach nicht kontrollieren kann. Also in dem Moment hättest du denken können, okay, fuck, ich verliebe mich gerade in diesen Mann. Aber trotzdem vielleicht nehme ich ein bisschen Rücksicht auf die Frau, die noch in der anderen Villa ist. Und egal was jetzt zwischen euch ist oder was daraus geworden ist, rechtfertigt trotzdem nicht, wie du da agiert hast. Hätte ich das irgendwie vermeiden können, hätte ich es natürlich gemacht. Und das ist halt einfach das, was die Leute nicht verstehen, dass halt einfach in gewissen Situationen man nicht mehr mit dem Kopf denken kann, sondern halt einfach nur mit dem Herzen fühlt. Mit den Körperteilen dann. Und in dem Moment ging es mir so. Und ich bin halt der Meinung, wenn man eine Scheiße gebaut hat, muss man hier sitzen vor der Kamera und sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut, das und das war nicht richtig. Und genau das will ich auch machen. Ja, finde ich einfach gut, dass du da auch ein Statement machst, ganz klar. Trotzdem sind die Inhalte des Statements halt auch wichtig, ne? Viele haben ja auch irgendwie gedacht, ich hatte kein schlechtes Gewissen gegenüber Sarah oder sie tat mir nicht leid. Das war überhaupt nicht so. Also wirklich, ich bin der Meinung, keine Frau hat es irgendwie oder kein Mann hat es irgendwie verdient,
betrogen, belogen und hintergangen zu werden, auf gar keinen Fall. Okay, also die hat dir leid getan. Was hast du getan, um ihr da so ein bisschen beizustehen, wenn du doch der Meinung bist, dass sie dir leid getan hat und keine Frau sowas verdient hat? Hast du irgendwann versucht, ihr die Hand zu reichen oder hast du versucht, irgendwie irgendwas auch zu erklären oder hast du irgendwie versucht, da auch ein bisschen Empathie zu zeigen? Hast du irgendwas gemacht? Weil viele haben dir vorgeworfen, dass du da keine Rücksicht auf sie genommen hast. Und jetzt kommt jetzt im Nachgang raus, dass du und Nico ein Video gedreht habt, wie ihr kurz davor wart, miteinander eine dritte Runde zu drehen und es in eine Temptation Island, in einer Temptation Island WhatsApp-Gruppe geschickt habt, wo ihr wisst, dass Leute drin sind, die mit Sarah befreundet sind. Also so sehr hat die dir leid getan, ja? Okay. Ich habe auch in der Show Reue gezeigt, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll und ja. Okay, da muss mich kurz einer abholen, weil ich habe den Moment, glaube ich, verpasst, wo Syria in der Show Reue gezeigt hat. Meint sie damit, wo sie im Bad war mit Nico? Meint sie das? Okay, gut, dann müssen wir das Wort Reue neu definieren, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich finde halt auch, ich glaube, sie hatte eher Reue für sich selbst. Also ich glaube, die Reue, die sie meint, sie hatte Mitleid mit sich selbst. Ich glaube nicht, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt Mitleid mit Sarah hatte oder Reue hatte. Weil Reue impliziert, dass du dein Verhalten dann auch reflektierst, dich zurücknimmst und Gang runterschaltest. Und das war ja zu keinem Zeitpunkt der Fall. Bis Nico ausgezogen ist, haben sie sich noch geküsst und sich versprochen, sich dann zu sehen und alles drum und dran. Deswegen, ich glaube, sie hat im Endeffekt nach eigenen Interessen gehandelt. Und ich sag's nochmal, man kann nicht verlieben, aber was man dann draus macht, fand ich halt problematisch. Ja, und ich habe da tatsächlich keine Reue gezeigt. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr gesehen habt, dass Syria in irgendeiner Form Reue gezeigt hat. Ich habe gesehen, dass sie geweint hat, aber sie hat um sich selbst geweint, weil sie traurig war, dass sie sich vielleicht enttäuscht wird. Sie hat eher auf sich geachtet und ihre Gefühle und weniger auf die Gefühle von Sarah. Also wirklich, Sarah tat mir von Herzen leid. Sie tut mir immer noch leid, dass sie sowas erleben musste, dass sie sowas erlebt hat. Und ich hoffe natürlich, dass sie jetzt glücklich ist mit ihrem neuen Freund. Ja, genau. Sie tat dir so krass leid, dass du erstmal sorry ein Sexvideo drehen musstest oder irgendein Video, wo du implizierst, dass du direkt gleich eine dritte Runde mit Nico drehst. Das zeigt wirklich, dass sie dir sehr, sehr viel leid tat. Jetzt kommen wir zu der schönen Geschichte mit Louis. Ne? Louis, der liebe Herr, behauptet bis heute noch, also ein Jahr später, dass zwischen mir und ihm nichts gelaufen ist im Bus, was natürlich kompletter Bullshit ist. Ja, das haben wir ihm aber auch nicht geglaubt. Also, das ist schön, dass du das nochmal klarstellst. Aber ich glaube, das hat ihm einfach auch keiner geglaubt. Man weiß, dass er gelogen hat. Ich sitze nicht hier, um irgendwie gegen jemand zu schießen. Ich sitze nicht hier, weil ich es nötig habe zu lügen. Wie gesagt, mein Leben dreht sich nicht um Temptation Island. Für mich ist das abgeschlossen. Ich will auch gar nicht mehr darüber reden nach diesem Video, weil für mich das einfach ist abgeschlossen. So Kapitel zu und tschüss. Und gewisse Menschen haben halt immer noch das Gefühl, dass sie lügen müssen, um besser dazustehen. Ja, also ich kläre euch mal kurz auf, und zwar war das so, wir waren ja bei dem Go-Kart-Date und ab dem Zeitpunkt, wo wir keine Mikrofone und keine Kameras mehr hatten im Bus, hat Louis sich wirklich auf mich gehetzt, sage ich mal. Okay, also er hat sich, wo die Off-Cam waren, hat er sich auf sie gestürzt, und das ist jetzt ein Verhalten, was uns ja nicht überrascht, weil wir haben das ja in der ersten Folge schon gesehen, dass Louis sowas zuzutrauen ist. Er hat es gezeigt bei dieser Szene, wo er Syria auf seinen Schoß gebeten hat und auch sehr flirty mit ihr war. Und das waren auch Bilder, die er geliefert hat, wo er wusste, das wird seine Freundin sehen. Das war ihm in dem Moment egal. Und der ist auch da super rangegangen. Auch in der Küche, als der sie fragte, stehst du auf mich? Oh, that's nice und bla.
Also deswegen ist das, finde ich, schon glaubwürdig, was sie erzählt, weil er so ein Verhalten da schon mal gezeigt hat. Deswegen finde ich das jetzt nicht unglaubwürdig oder würde ich jetzt nicht sagen, was, der Louis, der würde sowas doch niemals tun. Also glaube ich jetzt schon. Der ist komplett durchgedreht und meinte, Alter, du machst mich so heiß, ich bin so froh, sind wir von der Villa weg. Hat mich angefangen zu berühren, hat mich angefangen zu betatschen, hat mein Po irgendwie angefasst, was auch immer da alles war. Also man muss auch einen hohen Preis zahlen, ne, als Verführerin bei Temptation Island. Ich finde es irgendwie so wie super ekelhaft, dass nur weil irgendwelche Typen da, ich sag mal, Hauptakteure sind, dann einfach einen betatschen können, wie die Bock haben. Und man dann so in seiner Rolle als Verführerin vielleicht noch nicht mal, also oder diese Schwelle, dass man dann sagt, ey, nee, das möchte ich nicht. Also das, ich glaube, das darf man schon, aber dass die sich dann so viel erlauben, das finde ich halt so, hast so krass, weil wer bist du, dass du einfach meinen Arsch anfasst. Und aber ich glaube, die denken dann halt, die dürfen alles machen. Aber so ist es nicht. Du musst eine Frau halt auch fragen, ob sie Bock drauf hat. Anscheinend hat im Syrien suggeriert, dass sie Bock drauf hätte, aber ich finde es halt nicht so geil, wenn dann irgend so ein Typ sich, der auch noch vergeben ist, auf mich draufschmeißt und anfängt, mich da so ekelhaft zu betatschen, als wäre ich so ein Stück Fleisch. Bah. Und was ich persönlich am schlimmsten fand an dieser ganzen Sache ist, er hat meine Hand genommen und an sein gepackt und meinte so, guck mal, ich habe einen Steifen und so, du machst mich richtig heiß. Boah, nee. Stell dir vor, das ist dein Freund. Oh Gott, was ist mit dem? Ich brauche einen Kübel. Ich muss mich echt mal kurz übergeben. Oh mein Gott, es ist widerlich. Also ich glaube, Tatum kann froh sein, dass sie den los ist, wirklich. Also ich glaube, die hat da jetzt keinen Verlust davon, dass sie nicht mehr zusammen sind. Wirklich. Das ist so abartig. Also wenn das stimmt, aber ich denke mir halt, welche Motivation sollte eine Syria haben, zu lügen? Und wie gesagt, wir haben alle ja in der ersten Folge gesehen, wozu er eventuell fähig sein könnte. Also ich sage auch könnte, weil ne, wir wissen es natürlich trotzdem nicht 100% safe. Aber man hat schon gesehen, wie weit er ja in der ersten Folge schon gegangen ist. Und warum sollte er sowas nicht halt vor allem auch off-cam machen? Ja, und das ist so widerlich. Und ich glaube, Tatum ist die einzige Person, die das beurteilen kann, ob ich da lüge oder nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum Tatum die einzige Person ist, die da das beurteilen kann, ob du lügst oder nicht. Warum ziehst du die da jetzt mit rein? Die war doch gar nicht dabei. Lass sie doch da einfach raus. So, ich glaube, sie meint, ja, ich weiß schon, was sie meint. Sie meint, glaube ich, dass sie den am besten einschätzen kann, weil Tatum ja auch in einigen Interviews gesagt hat, anhand des Blickes von Louis wusste sie, dass Louis die Syria wollte. Und so hätte der Louis die Tatum schon lange nicht mehr angeschaut. Also sie kennt ihn. Aber ich weiß es nicht, ob sie dann trotzdem schon ihn so einschätzen konnte, dass er sowas machen würde. Weißt du, was ich meine? Und was ich natürlich ganz vergessen habe zu der Geschichte mit Louis, kommt noch dazu, bei der Silberparty hat Louis mich zur Seite gezogen und hat da so eine Eifersuchtsszene geschoben, von wegen, findest du dein Verhalten richtig und findest du das und das ist richtig, was du machst? Zuerst bist du bei mir und dann bist du bei Nico. So, ich finde, das geht gar nicht. Und halt einfach eine übelste Eifersuchtsszene geschoben, was natürlich auch nicht gezeigt wurde, aus welchem Grund auch immer, weil das ja irrelevant ist. Oh mein Gott. Also ich habe mich tatsächlich beim Zuschauen auch gefragt, was der Louis davon sagt oder davon hält, dass die Syria jetzt mit dem Nico ist. Aber dass er anscheinend vergessen hat, wer seine wirkliche Freundin ist, das hätte ich niemals gedacht. Also dass man wirklich noch so tief sinken kann, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe ihm da halt gesagt, so hey, wieso bist du eifersüchtig? Es hat dich doch nicht zu interessieren, was ich mache. So, du hast eine Freundin und die ist auf der anderen Seite. So, das ist dein Problem, so nicht meins. Und
Like, Bro, du hast eine Freundin. Duh. Also, hast du irgendwas hier falsch verstanden an der Show? Hast du deine Gehirnzellen vergessen, löschen die die Daten von vor 2 Tagen? Oder weißt du dich, erinnerst du dich noch dran, dass du hier mit einer Frau reingekommen bist und vor allem, dass du hier nicht bei Love Island bist, sondern bei Temptation Island und dich zurückhalten solltest? Du bist jetzt auch nicht bei einer Soap-Opera, wo du hier irgendwelche dramatischen Szenen bringen musst. So. Was ist mit dir? Das ist eine Verführerin, lass sie in Ruhe. Du sollst dich von ihr fernhalten, nicht sie sich von dir. Der meinte halt wirklich zu mir, ich spreche mit dir Kontakt ab, weil ich will mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Und er hat einfach in der Villa Kontakt abgebrochen. Vor Eifersucht. Weil er einfach nicht klargekommen ist, dass ich mit Nico war. Und ja, das war halt dann wirklich so, weil am nächsten Morgen hat er mich komplett ignoriert. Ist mir aus dem Weg gegangen und hat dann halt in der ganzen Villa behauptet, ich hätte keine Ahnung von Verführen. Aber er schon, oder wie? Also, Louis, möchtest du dich bei der nächsten Staffel vielleicht als Verführer bewerben? Du bist ja jetzt auch Single, ne? Also ist jetzt nicht so abwegig. Und dann kannst du auch wirklich so das ausverkörpern, was du anscheinend immer wolltest, der richtige Verführer sein, weil anscheinend hast du deinen Job falsch verstanden. Du solltest da nicht die Menschen, die dich verführen, kritisieren und deren Job in Frage stellen, weil die dich nicht genug verführen, sondern du solltest deinen Fokus auf deine Freundin, auf deine Beziehung legen. Ihr seid da nicht, um euch verführen zu lassen, also doch, ihr seid schon da, um euch verführen zu lassen, aber hast du sie eigentlich noch alle? Geht's dir eigentlich gut? Er hätte ja mich verführt und ich solle mal lernen, wie man richtig verführt, weil er hat bis jetzt alles gemacht. Boah, widerlich. Boah, mir wird richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Also es steckt so viele Fehler da drin. Gaslighting, gekränktes Ego. Man sieht da auch so ein bisschen, was seine Absichten auch waren in der Show. Er möchte, dass man ihn verführt und dann auch richtig. Und dann stellt er die Verführkünste der Verführerin in Frage, weil die ihn nicht genug verführt haben, weil er möchte, dass sie ihn richtig verführen, obwohl er eigentlich sich nicht verführen lassen soll. What? Was ist denn Schraube locker eigentlich bei dem? Was ist mit dir? Und ich höre jetzt in irgendwelchen Interviews, dass der da anscheinend rumheult, weil die Tatum ihn nicht mehr möchte. Ich glaube, nee. Ich weiß nicht, wo ich glaube, Charlene war das beim Wiedersehen. Sie meinte noch zu Adrian oder zur Produktion, habt ihr mal ein paar Schrauben da, weil ich glaube, bei dem ist eine Schraube locker. Ich brauche jetzt auch echt mal einen Schraubenzieher, weil, also Louis, hier müssen erstmal festmachen, wirklich, was bist du für einer, wie ehrenlos, ey. Aber Hauptsache intellektuell, ja. Sehr intellektuell von dir auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum er sich distanziert hat von mir. Nicht, weil er eine Eifersuchtsszene geschoben hat und mir den Kontakt abgebrochen hat in der Villa, ja. Okay, das ist auch schon das Ende. Danach bedankt sie sich noch bei ihren Supportern und hat somit dann auch ihr Statement abgegeben. Ich glaube, der interessanteste Part ist halt wirklich diese Autoszene im Go-Kart-Szene mit Louis, dass die da endlich mal auch was du sagst und auch wirklich schildert, wie es wirklich war. Ich glaube ihr, weil ich glaube, sie hat wirklich gar keinen Grund aktuell, sich unbeliebt zu machen oder zu lügen. Und ich finde halt auch in der Show, dass sie da meistens auch recht ehrlich war oder zumindest die Dinge, die passiert sind, die haben wir erstmal auch gesehen. Und zweitens hat die das dann auch direkt auch mitgeteilt, ne, was passiert ist. Und ich bin wirklich super angeekelt. Ich habe Gänsehaut. Also stell mir vor, das wäre mein Boy, mein Freund. Und dass man auch, ich finde solche Aktionen sogar noch schlimmer als Aktionen vom Nico. Also was eigentlich gleich schlimm, nur hat Nico das halt vor der Kamera gemacht. Und ein Louis macht es auf Cam. Also bitte, sag mir jetzt wirklich von diesen Männern, die jetzt da drin waren, wer war jetzt besser als der andere? Weil ich finde auch so ein Adam aktuell, der eigentlich ein lieber Kerl ist, schießt jetzt auch mit seiner verrückten Freundin Lorraine gegen alle anderen. Und ich finde es so, okay, aber wie schafft es so ein guter Kerl, mit so einer Frau zusammen zu sein? Weil er macht alles für sie, er rennt ihr hinterher, keine Ahnung, egal.
Aber ich finde irgendwie mittlerweile so Nico total schlimm, total schaden. Ein Adrian total schaden. Aber auch jetzt, wenn man sowas raushört, ein Luis total schaden. Also kannst du nicht einfach der Verführerin sagen, ja, hier, pack mal und du machst mich so geil auf Cam. Und dann sich da hinsetzen und sagen, ja, ich bin so intellektuell und meine Freundin ist so doof, die muss was von mir lernen. Und dann auch noch auf die Verführerin losgehen, weil die dich nicht genug verführen. Also, geht's noch? Am Ende bezahlt er die noch, damit die ihn richtig verführen. Die haben keinen Bock auf dich, checkst du das nicht? Boah, es ist peinlich, Alter. Naja, schreibt gerne, was ihr vom Statement von Siri haltet. Und ja, lasst uns quatschen. Ansonsten, lasst uns bis bald. Wir sprechen uns.